Merkur repräsentiert in der Astrologie deinen Geist, also grundsätzlich deine geistigen Fähigkeiten, deine analytischen Fähigkeiten, wie du Entscheidungen triffst, wie du Probleme löst und wie du vor allem kommunizierst, also die Art und Weise, wie du mit anderen sprichst. Aber auch ganz, ganz wichtig, dein sich immer wiederholendes Gedankenmuster, was du hast. Und das ist nämlich das, was Merkur dir zeigen kann. Worauf bist du fixiert? Wie denkst du? Wie kommunizierst du mit anderen? Und was ist eigentlich das, was du vielleicht immer wieder dir selber sagst? Und Merkur ist in deinem Horoskop immer als dieses kleine Teufelchen oder wie nenne ich das, mit so kleinen Antennen markiert. Wenn du nicht weißt, was ich allgemein von Merkur halte, kannst du dir gerne mein Intro-Video dazu anschauen. Jetzt für dich in diesem Video mit Merkur Stier. Das ist eine ganz andere Energie, als wie sie von Merkur eigentlich gemeint ist. Merkur ist ein sehr, sehr schnell bewegender Planet, ein elektrischer Planet. Und der Stier, also das Tierzeichen Stier, wird von der Venus regiert und ist eigentlich ein sehr fließendes, sehr weiches, sehr sinnliches Tierzeichen, was aber auch eher gemächlich ist. Und Merkur in Stier ist eigentlich bekannt als das Tierzeichen oder als das Placement, was der langsame Denker ist. Also du hast vielleicht selber die Erfahrung gemacht, dass vielleicht in der Kindheit dir vor allem immer gesagt wurde, das muss doch irgendwie schneller gehen oder man hat gedacht, du hast vielleicht eine Lernschwäche. Das hängt grundsätzlich natürlich vom eigenen Horoskop ab, aber hier Merkur in Stier ist einfach jemand, der eine Aufnahmefähigkeit hat, das ist ein Erdelement, also die sehr genau ist und die sehr in Stückchenweise guckt, also sehr methodisch, sehr genau und manchmal braucht der Prozess einfach ein bisschen länger, um es sacken zu lassen. Grundsätzlich ist da ein sehr starker Venus-Einfluss und dieser Venus-Einfluss gibt dir in der Art und Weise, wie du kommunizierst, eine sehr angenehme Art und Weise, also das ist etwas. Das Merkur-Stier sind Leute, die, das sind Sänger, das sind Musiker, Poeten, weil sie einfach eine Art und Weise haben, mit ihren Worten umzugehen. Die sind sehr artikuliert, sehr genau, aber auch eher ruhig und sie nehmen sich die Zeit, Dinge zu erklären, Dinge zu sagen und sie sind nicht, sie reden dabei kein Nonsense. Also das ist das, was sie sagen, hat schon Hand und Fuß und hat eine Bedeutung und sie nehmen sich dafür aber die Zeit. Also das ist etwas, das merkst du sofort an jemanden, der Merkur im Stier hat. Jemand, der sich Zeit nimmt, das zu sagen, was er sagen möchte und es sich auch gut überlegt hat, was er denn da sagen möchte. Wenn du dir überlegst, der Stier ist ein Erdzeichen, das Element Erde, plus ein fixes Tierzeichen. Also in der Entscheidungstreffung sind sie lange nicht so impulsiv oder spontan, wie zum Beispiel es der Widder ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel, das Sternzeichen Widder hast, aber Merkur in Stier, bist du ein ganz anderer Widder als jemand, der eben Merkur im Widder hat. Also welches Sternzeichen du hast, schreib es mir gerne unten in die Kommentare, weil das ist die Feinheit, die uns so alle so unterschiedlich macht und wo man auch ganz klar sagen kann, Merkur wandert mit der Sonne und nicht jeder Widder ist gleich jedem Widder, wenn er zum Beispiel nicht diese impulsive Denkart hat. Du bist dann jemand, der sich viel mehr Zeit nimmt für seine Entscheidungen und der da lange drüber nachdenkt. Und der sich von dieser Entscheidung aber auch nicht so leicht abbringen lässt. Merkur in Stier, Leute, sind einfach zum Beispiel gute Lehrer, weil sie gut zuhören können, weil sie sehr geduldig sind, weil sie dich aussprechen lassen und weil sie sich selber auch die Zeit nehmen, dann das zu sagen, was sie sagen möchten. Und das ist dieses, sie sind es nicht leid, ihren Punkt dann rüberzubringen. Sie sind es auch nicht leid, wenn du es beim ersten Mal nicht verstehst, also weil sie selber sich die Zeit nehmen, Dinge zu verstehen. Und ich finde, Merkur im Stier, das ist wirklich wichtig für dich selber zum Beispiel zu wissen, dass du jemand bist, der einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, zum Beispiel Dinge zu verstehen oder es vor allem auf eine sehr, sehr praktische Art und Weise braucht. Also für dich ist es wirklich dieses, zeig mir nicht irgendwie, wie es geht, sondern mach es mit mir. Also es ist wirklich wieder dieses, ich brauche es physisch, ich brauche es jetzt, ich muss es mit all meinen Sinnen ergreifen. Das ist auch ganz, ganz klassisch für Stier. Jemand, der auch es schafft, mit seinen Worten alle Sinne zu beanspruchen, also es gut zu umschreiben, ne? Also mit den Gerüchen, mit Geschmäckern, mit dem, wie es sich angefühlt hat. Also grundsätzlich gibt es da eine sehr, ich finde so eine Genauigkeit. Eine Genauigkeit, die es sehr angenehm macht, mit jemandem, der Merkur in Stier hat, zu reden. Aber ich hatte ja auch gesagt, es gibt diese Sturheit.
Und das ist wirklich was, wenn du in eine Diskussion gehst mit Merkur im Stier. Du kennst es vielleicht selber, du lässt dich nicht von deiner Meinung abbringen, weil du dir genau überlegt hast, wie du dazu gekommen bist. Und deswegen, also wenn es jemanden gibt, der stur ist, dann ist es wahrscheinlich ein Stier mit einem Merkur im Stier. Es gibt ja auch gewisse Schwierigkeiten, die aber zum Beispiel mit einem gewissen Merkur kommen. Das hängt natürlich auch von den Aspekten ab. Aber der Merkur in Stier ist sehr stark fixiert auf das, was sein Sicherheitsgefühl ist. Also da ist ein starkes Gefühl von sich immer zu überlegen, bringt mir das gerade was? Macht das Sinn? Ist das etwas, womit ich mich gut fühle? Oder ist mir das zu unsicher? Also das ist jemand, der eben, wie gesagt, nicht spontan Entscheidungen trifft, der nicht nicht einfach Hals über Kopf irgendwas entscheidet, sondern sich darüber Gedanken macht und auch wirklich immer guckt, fühle ich mich dabei wohl? Weil das ist ein starkes Gefühl von, es muss sich gut anfühlen, es muss sich wohl anfühlen. Und Merkur und Stier, finde ich, sind so die, das ist grundsätzlich die Achse Stier-Skorpion, die immer um Sicherheit ringt, Sicherheit, Unsicherheit, Stabilität im Leben sucht und nicht. Und das ist etwas, wo vielleicht du selber sehr schnell eher zumachst und sagst, okay, nee, das ist mir zu gefährlich oder nee, das traue ich mich nicht oder das mache ich nicht, weil da bin ich nicht gut genug für. Also ganz klassische Sätze für Merkur grundsätzlich in Erde sind eben die, die sich selber ein bisschen unterschätzen und die aus Angst vor dem Unvorhergesehenen gewisse Dinge zum Beispiel nicht tun oder sich nicht trauen. Also da würde ich dir auf jeden Fall sagen, klar, nimm dir die Zeit, so viel du willst. Das ist ja etwas, was wir sehr an dir schätzen. Aber schau, wo du fixiert drauf bist. Auf das, was du brauchst. Auf das, was du brauchst, um dich gut zu fühlen, um dich sicher zu fühlen. Wie sehr brauchst du das wirklich? Wie sehr bist du fixiert da drauf? Also da ist wirklich dieses, immer dieses, das ist mir zu unsicher, das mache ich nicht. Das sind so Dinge, ich brauche Geld, um mich wohlzufühlen. Völlig in Ordnung, alles deins. Aber brauchst du wirklich Geld zum Beispiel, um glücklich zu sein? Also solche Dinge. Brauche ich jetzt genau das? Wie abhängig bin ich davon zum Beispiel? Wie abhängig bin ich jetzt von, dass ich in einem super, super schönen, weichen Bett schlafe? Oder vielleicht auch mal mich selber davon distanziere, immer dieses hohe Komfortlevel zu haben. Weil das bedeutet auch Stagnation. Also beim Stier geht es immer darum, eine gewisse Unflexibilität auch zu haben. Der Merkur ist eigentlich dein Geist, der muss flexibel sein, der muss offen sein, der muss neugierig sein. Und das ist etwas, wo du selber überlegen musst, okay, worauf habe ich mich fixiert? Worauf kann ich nicht ablassen? Also wo muss ich vielleicht neue Impulse vielleicht auch wieder zulassen und mich wieder öffnen für neue Dinge und mich neue Dinge vielleicht auch trauen? Und auch wirklich in der Kommunikation. Also wo bist du jemand, der sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken hat? Jemand, der sehr so ist, mein Weg oder kein Weg? Wo du vielleicht auch nicht mehr so in eine Diskussion gehst oder offen bist eben für eine Anpassung. Also ich glaube, Anpassungsschwierigkeiten sind auch öfters ein Thema. Oder aber auch, das kann auch umgekehrt sein, weil es das Halschakra regiert, wie gut kommunizierst du das, was du möchtest? Wie gut kannst du für dich einstehen? Also auch da, Merkur Stier ist natürlich auch jemand, der auch viel an andere denkt, beziehungsweise ja so eine fürsorgliche Seite auch hat, wo du selber gucken musst, okay, wo stehe ich denn für mich selber auch ein? Oder was ist sehr, sehr wichtig? Was habe ich vergessen, wofür ich eigentlich selber einstehen möchte? Was ist mir wichtig? Weil das ist ja auch der Selbstwert. Das ist grundsätzlich Stier, zweites Haus. Das sind so Dinge, das sind so Themen, ein Denkanstoß, worauf bist du fixiert? Was ist deine Story, die du immer wieder sagst? Und auch wichtig natürlich für dich, was ist denn dein Sternzeichen? Hast du denn Merkur im Stier mit dem Sternzeichen Stier? Dann ist dieses Video wahrscheinlich genau das, genauso wie ich es auch gesagt habe, oder es spricht dir wirklich aus dem Herz heraus. Oder aber bist du ein Widder, dann bist du jemand, der deutlich impulsiver ist und der viel entscheidungsfreudiger vielleicht ist. Oder auch ein Zwilling, der ja viel offener ist für neue Dinge. Also da gibt es wirklich die Feinheiten, die das für dich viel besser erklären können, warum du so bist, wie du bist und die vielleicht auch hilft, warum jemand anders vielleicht auch so ist, wie er ist und wo wir vor allem, glaube ich, in der Kommunikation viel weiterkommen. Wenn ich weiß, du brauchst die Dinge dreimal zu hören, dann ist das für mich okay, dann mache ich das für dich. Oder wenn ich weiß, du bist jemand, der sehr ungeduldig ist, dann versuche ich natürlich, dir entgegenzukommen und dir irgendwie einen Mittelweg zu finden. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass es mich gerne wissen.
Like das Video gerne, kommentier es eben gerne und wir sehen uns bei einem nächsten Video.